Ja, herzlich willkommen bei Avanti on Tour. Ich bin der Dirk hier auf der CMT in Stuttgart am Stand von Pössl und hinter mir das Sondermodell Trenta anlässlich 30 Jahre Pössl. Das möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Also schauen wir uns den mal an. Ich denke, eine Besonderheit des Trenta fällt direkt schon mal hinter mir auf. Das sind diese neuen Bullaugenfenster. Ja, gucken wir uns mal genauer an. Ja, und dann haben wir noch eine Sonderbeklebung hier unten. Ja, dieses Trenta 30. Und dann wollen wir uns hier nochmal von innen angucken. Aufgebaut auf einem 640er Chassis von Fiat und ich glaube hier eine Variante ausgerüstet mit einem 160 PS Motor, also auch Euro 6D Temp und ist hier allerdings dann auf einem Maxi-Chassis, standardmäßig wird er auf einem Light-Chassis ausgeliefert. So, gehen wir mal rein. Hier auch dem Grunde nach sieht man direkt am Eingang schon, das ist etwas breiter als im Summit 640. Wir haben hier allerdings auch den Kühlschrank, der von beiden Seiten zu öffnen ist. Also ein ganz normaler AES-Kühlschrank von Dometic. Das heißt also, der schaltet sich automatisch um zwischen 12 Volt Gas und Langstrom, je nachdem, wo ihr gerade steht. Ja, die Dinette auch etwas einfacher gehalten als im Summit. Wir haben hier auch kein Skyroof und auch nicht dieses monumentale Dachfenster. Ja, mit diesen integrierten Lampen. Ja, für Insider, man muss hier unten in der Mitte ziehen. Und so geht das Ganze dann auf. Ja, also da ist auch einiges an Stauraum drin. So, dann hier oben offene Ablagen. Links und rechts. Hier oben dann die Bordelektrik. Ja, hier haben wir dann den bekannten Fiat Ducato, jetzt hier mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe. Ansonsten auch Cupholder ist verbaut. Wir haben auch ein Lederlenkrad drin. Also alles gut. Ja, gucken wir uns mal die Küche an. Die kommt jetzt auch im Gegensatz zum Summit 640 ohne Arbeitsflächenerweiterung aus. Da haben wir hier keine Möglichkeit, das Ganze noch zu verlängern. Hier auch das Waschbecken offen und zwei Flammkocher. Das ist etwas, ja, sagen wir mal, etwas einfacher gehalten, schlägt sich dann natürlich auch im Preis nieder. Ja, kommen wir mal zum Heckbett. Da sehen wir dann hier auch die zwei Bullaugenfenster aus dem Sondermodell Trenta 30. Dann haben wir hinten schöne Heckfenster und an der linken Seite auch nochmal. Dann hier oben große Oberschränke. Ja, die sind wirklich riesig. Also da passt auch ein Pulli ganz normal gefaltet rein. Ja, da muss ich nichts rollen oder irgendwie klein machen. Ja, hier hinten auch noch ein Oberfach. Ja, gut, das ist ja, ne, das muss man unter Umständen nachstellen. Ist jetzt natürlich ein Messefahrzeug. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch im laufenden Betrieb sehr schnell anfängt, nach unten zu hängen. Aber gut. Jo, hier unten die Leuchten.
sind dann auch verschiebbar auf dieser Schiene. Ja, sowohl hier auf der Seite als auch hier links. Na, schön hier von innen das Ganze auch mal wieder ein bisschen mit Velour bespannt. Macht doch direkt einen etwas wohnlicheren Eindruck. Ja, die Küche kommt dann auch mit einigen Schubladen daher. Na, hier oben haben wir eine ohne Besteckeinsatz. Hier ist dann auch nochmal die Abdeckung für die Spüle. Und da ganz unten ist auch noch eine. So. Hier haben wir dann noch einen Schrank. Ups, da kommt das LED-Band runter. Kann ich jetzt nicht anders, das muss ich wieder festmachen. Aber das ist bei diesen selbstklebenden LED-Bändern, wir haben die ja auch bei uns im Heckstauraum nachgerüstet, das klebt wirklich nicht gut. Ja, gucken wir mal in den Schrank. Jo, dann haben wir hier die Stufen hoch zum Bett, auch hier nochmal mit kleinen Staufächern und auch schön erreichbar die Gasabsperrhähne am linken Seitenbett. Ja, der Kleiderschrank findet sich dann hier unter dem, ja, das ist ein bisschen fummelig mit der Kamera, dazu muss erst das Teil weg und dann kann ich den nach hier aufklappen. Auch da bin ich ehrlich, was mir nicht gefällt, und das sieht man hier oben auch schon am, ja, an dem Velour. Ich könnte mir vorstellen, dass das nach 2 Jahren tatsächlich bleibende Spuren oben im Velour hinterlässt. Also gut gemeint, aber das muss tatsächlich ein gutes Stück weiter. Ne, da müsst ihr wirklich drauf achten. Entweder ihr macht es nur bis hier auf, dann ist es okay. Aber sobald ihr weiter hochgeht, habt ihr irgendwann die Striemen im Velour drin. Aber da unten noch eine Kleiderstange. Also da ist dann auch noch Platz für Hemden oder Jacken. Ja, das gleiche auch auf der linken Seite. Na, hier geht's. Seht ihr? Da ist es nicht gerade so extrem. Auch hier wieder eine Kleiderstange drin und mächtig Platz nach unten. Ja, was uns noch fehlt, ist das Bad. Da verzichtet man hier im Sondermodell auf eine Schiebetür, sondern setzt eine ganz normale, ja, handelsübliche Tür ein. Die geht auch, wie ihr hier seht, nur begrenzt auf. Ja, wir haben dann drin noch mal eine extra Duschwanne, ja, die ich dann hier, oh Moment, wir gehen mal runter, rausnehmen kann und habe dann hier eine vernünftige Duschtasse. Da finde ich eine schöne Lösung. Ja, da spritzt dann auch nichts raus. Jo, ansonsten die normale Drehtoilette. Wir haben hier ein Waschbecken. Das ist wieder Alu oder Edelstahl. Ja, ein Seitenfenster, auch immer schön. Wir haben den Duschvorhang hier in der Ecke. Haben hier noch einen Oberschrank. Aber auch hier fehlen Handtuchhaken, die müsste man dann nachrüsten. Ja, was schön ist hier in dem Bad, da sind 2 Ausströmer für warme Luft. Ja, und da unten ist noch so ein kleines Regal für Toilettenrollen oder irgendwas Leichtes, was nicht während der Fahrt rausfallen kann, reinzustellen. Ja, auch über der Küche haben wir noch 2 Oberschränke. Ja, was man beim Trenta jetzt natürlich hier auch sieht, sind die vorgehangenen Fenster. Ja, auch hier am Heck. Auch wie gesagt, natürlich dem Preis geschuldet, aber soll nichts heißen, Malibu verbaut beispielsweise auch im hochpreisigen Segment immer noch die vorgehangenen Fenster. Und muss nicht Schlechtes sein, aber neigen halt ein bisschen zu Windgeräuschen. Ja, insgesamt ein schöner Grundriss, etwas einfacher gehalten, dadurch natürlich auch im Preis günstiger als der vergleichbare Summit 640 Prime. Schaut es euch an, hier auf der Messe in Stuttgart, der CMT 2020. Jo, ich sage danke fürs Zusehen und wir gucken jetzt mal weiter, was wir noch an schönen Fahrzeugen für euch finden.
Also, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss.